So, dann schauen wir mal in die benutzerdefinierten Karten. Wir wollen Aufgaben. Das ist natürlich jetzt sehr kampflastig. Wir wollen mit Aufgaben. So, Schwierigkeit. Ach du Scheiße. Was können wir alles anpassen? Anfangseinheiten, Feinde. So, bei den, zum Beispiel hier, bei den Schwierigkeit der Aufgaben ist, soviel ich weiß, nur die Menge der Güter. Also es wird nur grindier, wenn man das erhöht. Gehen wir da mal auf moderat. Ich will Größe 5. Menge des flachen Graslands, Menge der Wälder. Ich will mal ein bisschen mehr an Bergbauressourcen haben. Seen sind Hindernisse. Ausgeglichen. So. Wer das mitspielen möchte, kann das mit diesem Seed. Vorausgesetzt, dass ein Patch das nicht ungültig macht. So. Stein, Kohle, Kupfer. Das heißt, wir wollen schon mal direkt nach hier. Hier direkt einen Wachturm. Und dann möchte ich hier 3 Steinmetze haben. Oder auch 4. Die gesamte Schwerindustrie, nicht die Schwerindustrie, die ganze Produktion. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich expandieren kann und in welche nicht. So, das heißt, wir bauen erstmal die Sachen und den Entdeckerposten, lassen das hier alles erkunden. Und dann schauen wir, wo wir unsere Holzproduktion bauen. Wobei, wir können zumindest schon mal Holzfäller bauen.
So, ihr lauft hier lang. Holt euch eure Rationen. So, hier sieht es eher bergig aus. Nicht so, als könnte ich hier sonst was anderes bauen. Oh, ich glaube, das ist schon mal nicht gut. Ich glaube, das dürften Lager sein. Aber hier gibt es Kalkstein. Was die... Ah, okay, sehr gut. Hier sind Verbündete. Verbündete. Und Silber. Das ist gut. So, Baustellencamp kommt hier hin. Wir planen mal eine Steinmühle hier schon mal ein. Und dann erkundet mal bitte die andere Richtung. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Platz. Was mir recht sein soll. Kupfervorkommen sind hier oben. Hi Storborn, willkommen zum Stream. Ja, das ist wirklich frohes Wuseln hier. Ist man kaum noch gewohnt heutzutage, also nicht aus einem neuen Spiel. Ich habe Volker bereits seinem Gott erklärt nach 2 Stunden Gameplay schauen. Vor allem, es zeigt aber auch jetzt wieder. Es ist halt trotzdem, also es ist, manche Entwickler würden sagen, es ist eigentlich total viel Busy Work, aber es ist halt auf eine befriedigende Weise. Und das haben die neuen Siedler halt einfach allesamt nicht. Ja, nicht Feuerholz. Hölzernes Zahnrad benötigen wir nicht. Seltene Ressourcen, Wertsachen. So, wir machen mal Lager für Fackeln und für Speere.
Holzschild. Und der Rest benötigt eigentlich... Komm, wir machen mal hier erstmal nichts. S3, S4... Ja! Ja, same. Und ich meine, für diese Zielgruppe ist Pioneers of Pagonia nicht so direkt gemacht, aber... Ja. Wenn alles gut läuft, dann werden diese Zielgruppe damit First Explorers und Colonia Prima auf ihre Kosten kommen. Mit 5, ja, ich habe Erbe der Könige auch viel gespielt. Ich überlege auch, ob ich mir auch dazu mal einen Longplay mache. Nur ich möchte halt, würde halt wenn vorher wissen wollen, ob da auf die Kampagne eine Build-Order gibt, die schneller geht als das Übliche. Weil sonst verbringst du irgendwie am Anfang jeder Mission irgendwie erstmal 10, 15 Minuten damit nichts zu tun. So, wir brauchen Zahnräder, Jagdbögen, nämlich mehr an Siedler 6 mit der neutralen Siedlung. Ja gut, die neutralen Siedlungen sind ja auch, ja, aber du hast halt keine Ländereien, also das hat mich bei Siedler 6 tatsächlich auch eher an Stronghold erinnert. Das war irgendwie da eher der Vibe, den ich da bekam, und was mich total abgefragt hat, war, dass da die NPCs, die, also die Helden, die es da gab, halt am Ende irgendwie alle die gleiche Persönlichkeit hatten und die ganze Zeit in Ohren lagen, so von wegen, ja, befördere mich doch jetzt mal bitte, ich bin so ein toller Dude. Und ich dachte so, Alter, sei doch einfach ruhig. Kohletagebau und Kupfer habe ich hier vorhin gesehen. Erinnere mich eher an ein Fließband wie ein Factorio. Okay. Komm, eine Schmelzhütte direkt am Meer. Da geht bestimmt nichts schief. Idyllisch. Ja, das ist es. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Es kann auch richtig heiß hergehen. Oh ja, hier sind Schemen. Also da halten wir lieber Abstand. Kein Personal anwesend. Das heißt, wir brauchen mehr Werkzeuge. Ah, hat gerade so gepasst. Sehr gut. So, wenn... Pass auf, du produzierst Holzspeere. Wenn du fertig bist, produzierst du gleich Holzschilde. Und du kannst Fackeln produzieren.
So, es gibt keine Stärkungsmahlzeiten mehr. Das heißt, wir müssen uns möglichst bald um Nahrung kümmern. Banditen. Ja, shit. Ja, dem müssen wir schnell Herr werden. So, Proviantmacher. Es stört nicht, dass die Straße, also die Straßenanbindung für die Taverne nicht mittig ist. Ich habe auch keinen Plan, wie viele Esstische, also wie mit dem aktuellen Stand ist, glaube ich, völlig egal, wie viele Esstische man hat. So, Häuser für 125 Leute. Ein paar mehr können wir bei Bedarf auch noch reinquetschen. Aber ich habe hier auf der Zufallskarte direkt schon mal mehr das Gefühl, sinnvoll bauen zu können. Also so, dass die Sachen noch einigermaßen sinnvoll nebeneinander stehen. So, was benötigen die bei der Holzwerkstatt? Wir brauchen Schaufeln und wir brauchen Hämmer und Sägen. So, du hast keine Aufträge. So, wie sieht's hier mit einer Jagdhütte aus? Und eine Sammlerhütte, die hier nichts findet. Sammeln ist hier nicht, aber jagen ist hier. Ich kann keine Zutaten kaufen, keinen Markt in der Nähe. Doch, es gibt Märkte. Aber es gibt noch keine Waren, die dort verkauft werden könnten.
Wir haben keinen Stein mehr. Dieses Gebäude muss definitiv als nächstes. Das irritiert mich. Seit wann braucht. Also, dass der Steinbruch die Stärkungsmahlzeiten auch schon braucht für normalen Stein, ist seltsam. Not gonna lie. Und das Ding ist, die Gemüsefarm, dafür, dass sie eigentlich. Das finde ich halt so weird. Die braucht halt normalen Stein wiederum. Also der, nicht der verarbeitete. Das heißt, wir sitzen jetzt auf ganz vielen Steinen, die hier nicht einsetzbar sind. So, mach erstmal nur Stärkungsmahlzeiten. Zumindest der Mais sollte ja eigentlich gerade in Verbindung mit dem Nadelholz. Warum habe ich davon keins? Habe ich so wenig Nadelholz? Achso, weil es hier hingeht. So, du hast Mais. Wieso kannst du kein Mais hier hinholen? Na, wegen dem Marktbrunnen. Das ist jetzt nicht gut. Was braucht der Steinbruch, wenn ich den neu bauen möchte? Kann ich das Spiel damit austricksen? Kostet 4 Nadelholzstämme. Bei 1 bis 4 hat man ja den Antrieb, nicht von einer anderen Macht überrannt werden zu werden. Wie ist es hier? Ja, es kommt auf die Map an. Also wie haben wir die Schemen, die unsere Siedler verängstigen können, sodass sie ihre Ausrüstung verlieren? Es gibt Diebe, es gibt Werwölfe, aber es ist halt auch je nach Map jetzt auch natürlich unterschiedlich. So, die Jagdhütten darf auch ruhig fertig werden. Alles, was irgendwie Stärkungsmahlzeiten gibt, bitte. Um den Schüben. Nee, das ist, unterschiedlich. Jetzt sind zwar schon ein paar Schemen hier gekommen. Eine Einheit. Das ist jetzt. Seit wann kommen die hier so tief rein? Das ist blöd wegen den Werkzeugen, weil die kriege ich nicht wieder. Und ohne Mahlzeiten kriege ich keine Steine. Keine Stärkungsmahlzeiten. Das ist jetzt nicht gut. Ich krieg jetzt aber auch die Sachen nicht wieder. Das wäre auch Werkstein gewesen dann. Also.
Ja. Aber warte mal, den S4-Stream steht nicht an, wenn, dann Siedler 3. Kann ich mir von denen irgendwie hier Stein liefern lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß gerade nicht, was ich sonst tun soll. Ich sitze auf ewig viel... Das Ding ist, die kriegen diesen Brunnen nicht fertig, diesen Marktbrunnen. Und ohne den kann man in meine Taverne nicht arbeiten. Es ist 3 Longplay, genau. Wenn, dann wäre das wieder der Plan in nächster Zeit. Wir haben auch keine Rationen mehr für unsere Entdeckerposten. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Welche Gebäude haben wir, die normalen Steinkosten? Dieser Wachturm. Aber das gibt uns auch keine Rohstoffe zurück. Ist das noch nicht implementiert, dass es Rohstoffe zurückgibt beim Abriss? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass Volker Wertig das mal in einem Interview gesagt hat, dass man das machen kann. Weil sonst sind wir hier gerade... Ja, da bleibt uns ja nichts anderes, ne? Da müssen wir neu starten. So. Karten-ID einfügen. Das darf uns nicht passieren. Aber wir wissen ja jetzt, was wo ist. Wieso führen alle Straßen penibel an der Küste vorbei? Damit ich an den Straßen bauen kann. Deshalb.
So, dann brauchen wir... das Gildenhaus. Dann brauchen wir die Abenteurergilde. Und wir brauchen... so. So. Keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite, was? Dann erobert mal bitte. Ah, ich habe nur 20 von denen, ne? So, der Marktboden ist schon mal gebaut. Benötigen wir eine Holzwerkstatt. So, wir hatten vorhin eine Schmelze hier drüben. Thank you.
Verlor ihre Ausrüstung. Wer denn? Okay, reicht. So, dann machen wir nämlich hier mal frei. Warum können wir nämlich vielleicht noch ein Sägewerk hier? Ja, oder auch nicht. Buch. So, hier kann Jäger hin. Hier kann ein Jäger hin. Und dann brauchen wir eine Gemüsefarm und wir brauchen relativ früh... Moment, ich muss erst planen können, wo ich meine Häuser setze. So, wo können wir denn später noch... Wobei, ist eigentlich egal. So, Ausgangslager für Stärkungsmahlzeiten ist voll. Aber du sagst hier, wir hätten keine Stärkungsmahlzeiten. Da kann irgendwas nicht stimmen. So, Silber.
Wir hätten von Schemen angegriffen, ist aber okay. So, dann brauchen wir später noch eine Werkzeugschmiede. Weiß noch nicht, was der von uns soll. Ja, sie halten sich noch sehr sklavisch an die Straßen, das stimmt. Hier irgendwo Kalkstein gewesen? Hier drüben, ne? Ja. Prio bitte auf den Förster. Es fehlt nämlich Nadelholz. Werden von Banditen angegriffen. Das ist nicht gut. Aber wir können jetzt normale Wachen produzieren. Okay, warte, das funktioniert nicht. So, ganz ehrlich, ist Brot überhaupt worth? Weil mein aktueller Stand ist, dass Brot eigentlich extrem nervig zu produzieren ist. Und ich die Getreidefarm viel mehr für Flachs brauche. Weil es gibt ja, glaube ich, noch keine erneuerbare Weise, wie man an Leder kommt. So, kümmert euch mal bitte um den Holzmangel hier.
So, bitte kein Land einnehmen. Na, baut das mal zu Ende. Der zweite Förster auch. Kein Personal anwesend. Ja, könnten auch etwas knuffiger sein. Ja, stimmt, das ist ein bisschen verloren gegangen. Es gibt Katzen im Spiel, die man finden kann. Irgendwo, aber ja, das sind schon... Die sind nicht mehr so knuffig wie die Siedler von früher. Das ist etwas, was ich auch sagen muss, das kriegen wir, kriegt unser Grafikteam bei Colonia Prima total toll hin. Mysteriöser Ort entdeckt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich auch. So, das hier kommt langsam in Fahrt. Hi Magi, willkommen zum Stream. Wie chibi muss es sein, um einen knuddeligen Siedler-Look zu erzeugen, wo es kitschig oder kindisch wirkt oder zu real auf der anderen Seite? Uff, keine Ahnung. Ich meine, Siedler 3 und 4 hat ja auf jeden Fall, generell die alten Siedlerteile haben ja gerne mit diesem Kindchenschema gearbeitet, dass die Köpfe so groß sind. Ich glaube, Gliedmaßen auch. Und, ja gut, Knubbelnasen, das haben wir teilweise ja auch, aber auch zum Teil nicht. Plus halt, dass Waren, die transportiert werden, halt nochmal vergrößert sind. So. Womit erweitern wir als nächstes unsere Produktion? Ich würde ja eigentlich sagen, na Weberei, weil wir viel an an Flachs benötigen werden.
So, wir brauchen noch mal ein paar Lager. Habe ich Lager gemacht für Grenzsteine? Wenn man die jetzt noch wiederfinden würde. Nee, habe ich nicht gemacht. Wobei, für Grenzsteine brauchen wir kein Lager. Oder für Werksteine vielleicht schon. Dann für Zement. Kalkstein. Und für Stämme. Banditen! So, Warenausgangslager ist voll. Nicht mit Straße? Ja, kein Wunder. Ein kurioser Basar mit Rüstung und leicht und verstärkte Rüstung. Uff. Okay, was holt ihr hier die ganze Zeit vom Schiff? So, wir benötigen Unmengen an leichten Rüstungen. Und hier benötigen wir eine Garnison. Stört das Gildenhaus, dass ich halt draufklicken muss auf das Gildenhaus, damit ich erfahre, was mir fehlt. Es fehlen Entdecker und es fehlen Holzfäller. Also schon irgendwie satisfying zu sehen, wie sich die Lager hier füllen.
So, wir wollen hier kein Eisen schmelzen. So, dann machen wir da die Münzprägerei hin. Produziert keine Genussmahlzeiten, alle Wohnhäuser sind voll. Ja, seit wann ist das wichtig? Abenteurergilde. Ja, warte, wir können hier ganz, ganz viele von den Waldläufern machen. So, die Frage ist, wo finden wir Eisen? Weil ohne wird es, glaube ich, ein Krampf. Eisenerz, hier. So, da brauchen wir eine Waffenschmiede. Der Weberei mangelt es immer noch an Flachs. So, es sind keine Tiere mehr in Reichweite für die Jagdhütte. So, pass auf, was braucht mir nochmal für Eisenschwerter braucht mir, ne? Für die guten Soldaten. So, die Münzprägerei arbeitet. Und wir füllen langsam unsere Schatzkammer.
Wir haben Soldaten? Sind wir mit Soldaten gestartet? Und das Spiel sagt es mir nicht? Ja gut, dann können wir theoretisch mal versuchen, die Schemen hier auszuschalten. So, schickt sie zurück nach Oblivion, bitte. Ja, alle kriegen wir noch nicht weg. So, was will der mysteriöse Ort haben? Leichte Rüstung und verstärkte Rüstung. Schickst du mal Soldaten los und scheiterst an einem Jahr gefühlt. Aber wir haben es schon gut ausgedünnt hier. Das Problem ist, Gegner können halt im schlimmsten Fall, das haben wir beim letzten Mal mitbekommen, so eine kritische Masse erreichen, wo sie einfach deine Soldaten instant töten, bevor sie überhaupt wirklich was machen können. Auch mit 1 gegen 1 Kämpfen ist das passiert, weil ich glaube, die Soldaten können angegriffen werden, bevor sie sich... Das Ding ist, sie werden ausgebildet, aber ich glaube, ihre Waffe kriegen sie erst an ihrem Zielort hier. Und wenn sie schon vorher angegriffen werden können, dann können sie sich natürlich auch nicht verteidigen. Und dann bringt es auch nichts, die guten Soldaten zu produzieren, weil die genauso schnell sterben. So, dann bauen wir noch eine Weberei. Kupfer, Eis, Kohle und Silber gab es hier oben nicht. So, 24 haben wir inzwischen hier.
Sodass wir nicht automatisch die Werkzeugschmieden beauftragen können, dass sie hier Autoproduktion machen. Das stört mich ein bisschen. So, Minenarbeiter und Schaufeln. So, unser Entdeckerposten. Schickt mal bitte hier rüber, dass wir da Kontakt aufnehmen können. So, wir wollen hier keinen Sinn, oder? Ja, doch, komm. Wir bauen mal noch eine Schmelzhütte. So, ihr liegt nicht gerade mit Flachs voll, ne? Also brauchen wir mehr. So, es ist kein Personal anwesend, das heißt, wir brauchen, glaube ich, noch mehr Hämmer. So, wir zerstören jetzt noch die Schemen. Eine Grabstätte ist zerstört. Und die zweite auch. Dann können wir nämlich unsere Erkundungstouren hier fortsetzen. So, wir brauchen mal irgendwo ein Militärcamp, dass die sich irgendwo sammeln können. So, wir können mal Eisenschwerter einlagern.
Kein Personal anwesend. Messer, Spitzhacke und Hämmer. So, ist irgendwas an Rohstoffen hier, an Gebäuden hier, was weg kann. Diese Holzfällerhütte ist nicht mehr nötig. Wir können vielleicht langsam mal für Brot sorgen. Und dieses Mal wissen wir ja, dass eine Mühle locker zwei Bäckereien sogar oder sogar noch mehr schafft. Also... So, du machst nur Weizen und du machst nur Mais. Hoch, Moment. Der hier ist falsch rum. Die sind beide falsch rum. Wir haben ein bisschen wenig Planierer. Kein Personal anwesend. Was fehlt denn jetzt noch? Zangen, ne? Ich habe immer nur Hämmer in Auftrag gegeben, aber keine Zangen. Drüben ist ein Lager.
Also ich finde die Werkzeugschmiede zum Teil echt träge. Das ist jetzt fünffache Geschwindigkeit hier und das ist immer noch eine Katastrophe mit zwei Werkzeugschmieden. So, da fehlen noch welche. So, ihr bringt schon mal Grenzsteine hier hin, dafür, dass... Ach du Scheiße, da ist ja richtig Platz für Grenzsteine. Dafür, dass niemand hier das Grenzstein-Legediplom hat. So, Fokuspunkt für Patrouille. Ist das wirklich eine Wache? Okay, aber ich glaube, die sind von der anderen... von dem anderen Teil, ne? Ich habe kurz überlegt, ob das ein Bandit mit Tarnung gewesen sein könnte. Echt jetzt? Muss erst der... ist ein Erkunder hier hin? Das ist cool. Hier müsste man irgendwas bauen können. So, wo sind meine Erkunder? Hier ist noch eine Siedlung. Pass auf, dann schicken wir euch mal hier hin. Voraus, es gibt, also jetzt, es gibt einen Weg dahin. So, wir brauchen wieder Rucksäcke, ne? Es fehlt immer noch Personal. Es fehlt immer noch ein Messer. Personal ist auf dem Weg. Unsere Webereien liegen voll.
Ja, Mist. Das war falsch. Egal. Ist nicht schlimm, korrigiert sich von selber. Kein Wasser zum Anbau verfügbar. Ich habe 4 Brunnen. Was wollt ihr noch? Vor allem hier liegt so viel Zeug. Warum hebt das niemand wieder auf? Da ist noch ein Dorf. Also mindestens 3 gibt es hier. Ja, 3 Stück. So, endlich. Endlich passiert hier was. Wir haben Einwohner für Aufgaben, daran liegt es nicht, aber irgendwie habe ich das... Nee, wir haben zu wenig Wasser. Wo geht das ganze Wasser hin, verdammt? Na gut, die Förster brauchen ja auch... Bei den Brunnen fehlt mir so ein bisschen, dass man kann die ja nebeneinander setzen. Ich finde, Brunnen sollten halt... so sein, dass man sie in einem gewissen Abstand platzieren muss, wie bei den bei Anno 2070 mit der Ökobilanz. Dass man die Sachen einfach nicht alle nebeneinander knallt, sondern es halt verteilen muss. Das ist noch ein Banditenlager. Moment. Das lasse ich aber nicht stehen. So, leichte Rüstungen sind voll, dann mach mal ein paar Rucksäcke. Und hier fehlt... Ja. Das ist nicht warum ist nicht Standard eingestellt, dass Stoff angefordert werden darf? Ich kann Leder nicht in Masse produzieren. So. So, aber was muss ich jetzt machen, damit ich die anderen Aufgaben noch angezeigt bekomme? Ah,
Haben meine Entdecker gerade Angst vor Wildschweinen? Ist das das Problem? Meine Jäger haben Angst vor Wildschweinen und deshalb kommen. Meine Kunden haben Angst vor Wildschweinen, deswegen kommen sie nicht hier rüber? To be fair, Wildschweine, gerade in der Paarungszeit will man sich denen nicht nähern, aber. Come on. Rekrutiere Veteranensoldaten 40. Stoff einlagern und wir sollen einen Außenposten. Der natürlich auf der anderen Seite der Map ist. Danke, Spiel. So, welches Dorf ist das hier? Pink ist das Purpurtal. Da haben wir die Bernsteinwachen und was auch immer da ist. Die Bernsteinwachen wollen, dass wir Stoff einlagern. Das können wir tun. Das ist relativ easy. Das muss ein Naturprodukt sein. So, wir sollen den Außenposten versorgen mit Mais. Das ist auch eigentlich kein Thema, solange bald wieder hinkommen. Und 40 Veteranenwachen. Dafür brauchen wir Eisenlanze und Kettenrüstungen. Das Ding ist, die Wachen. Gut, wir müssen sie ja nur rekrutieren. Müssen wir sie behalten? Wenn wir sie behalten müssen, dann finde ich das ein bisschen problematisch, weil wir ja nicht unbegrenzt Rohstoffe hier haben. So, wir bauen mal einen Handelsposten und ein Handelslager. Wir brauchen jede Menge Rucksäcke. Und wir brauchen mehr Rüstungen. So, Eisenlanzen müssten wir aber eigentlich jetzt schon herstellen können. Haben wir ein oder zwei Waffenschmieden gebaut? Wir haben sogar zwei Rüstungsschmieden, stelle ich fest. So, wir brauchen einen Hammer und eine Zange. So eine Abenteurergilde liegen 6 verstärkte Rüstungen, die ich hier nicht haben will. So, einmal den mysteriösen Ort bitte bevorzugen. So, es gibt kein Silber mehr in dieser Gegend. Unsere Schatzkammer ist aber auch voll. Gibt es hier in der Gegend irgendwo Silber? Hier. So, die eine Schmelzhütte können wir dann aber auch abreißen.
Wollen wir noch eine Schatzkammer bauen? Ich meine, Platz haben wir. Komm, majestätisch hier oben auf dem Hügel. Auf das unsere Kampfkraft ins Unermessliche steigen möge. Auch wenn wir sie nicht sehen können. Der kuriose Bazar ist gleich versorgt. So, wir haben uns mit dieser Fraktion angefreundet. So, wir brauchen eine Jagdhütte, die uns die Wildschweine wegmacht. Und ein Holzfäller, der uns die Bäume wegmacht. So, und jetzt, wo wir alle Freunde sind, erstmal eine Garnison mit 25 Soldaten hier etablieren. Können wir es drehen? Ja, es passt. Noch ein bisschen Wohnraum reingequetscht. Okay, jetzt muss hier ganz viel lang. Dann machen wir mal einen zweiten Weg. So, wir wollen keine normalen Wachen mehr. Wir wollen das sind Veteranensoldaten, nicht Veteranenwachen. Aber Kettenrüstung brauchen wir sowieso. Wir brauchen Eisenschwerter. Und wir brauchen Eisenschilde. Nahrungskette stärken. Oh, okay. Ja, weil wir jetzt Kontakt zu denen hier haben. 14 Leder. Okay, dann dürfen die Schneider bitte kein Leder mehr verbrauchen. Antike Kom... Was? Können wir das überhaupt schon? Eisenschwerter können wir traden. K
Kann ich die schon machen? Ich glaube nicht, oder? Sind nicht hier drin? Es ist von Artefakten die Rede. Das impliziert für mich, dass ich sie finden muss. Huch, wir haben Smaragde. Warte, wie sehen die aus? Fancy. So, Handelslager. Wir haben aber keine Handelsträger. So, dann fangen wir mal an, Leder hinzubringen. Eisenschwert, Kettenrüstung. So, machen wir ein paar Elite-Soldaten. Oder Veteranensoldaten. Aber der Außenposten, ich glaube, das können wir nur... Sind das die Bernsteinwachen hier? Ich finde die Farbtöne schwer. Vor allem ist Karmesin nicht ein Rotton. Wieso ist Karmesin gelb? Aber die Bernsteinwachen müssten die hier sein. Rekrutierung abgeschlossen. Du hast mit deinen Baufertigkeiten Eindruck gemacht. Okay. Kann ich den Stoff auch wieder verwenden, wenn er fertig eingelagert ist, oder muss ich den so lassen? Meine Einheiten werden angegriffen. Das heißt, irgendwo hier muss ein Banditenlager sein. Du hast mit deinen Lagerfertigkeiten Eindruck gemacht. Ja, also Sachen einlagern, das muss man erstmal können, ne? So, was ist mit meinen Jägern? Hier sind Diebe.
Hier sind noch mehr Tiere. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben auch die Sachen nicht da, oder? Die Artefakte. Also wir starten auch nicht damit. Nee. Guckt euch das an. Aber wir hauen gut rein mit unseren Dudes. Okay, dieser eine Soldat hat gerade vier Gegner getötet. Das ist nicht übel. Aber ja, wir müssen diese Soldatenanzahl auch halten. Verstehe. Jetzt sind hier schon wieder Diebe. So, wir müssen jetzt ja keinen Stoff mehr einlagern, wenn ich das richtig sehe. Aber wenn ich das richtig sehe, können wir es überhaupt schaffen? Wobei, wir müssten ja eigentlich neue Angebote kriegen, wenn das durch ist. Dann liefern sie uns Kohle. Wir können Spitzhacken tauschen gegen Eisen. Hämmer gegen Kupfer. Seile gegen Silber. Das ist auch alles ziemlich gut, aber ich sehe keinen Trade, der uns Fraktionsbelohnungen gibt. Du hast dich mit einer Fraktion angefreundet. Aber wie soll ich jetzt an diesen Kompass kommen? Geht das überhaupt schon? Es wäre ja blöd, wenn Siegbedingungen generiert werden können, die nicht erfüllbar sind. Wartet auf Material. Woran hapert es gerade? An Eisen. Wieso haben wir kein Eisen? Wieso haben wir kein Eisen? Wartet auf Stärkungsmahlzeiten. Warenausgangslager voll. Also woran liegt es?
Eine Taverne haben wir hier. Also irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, die neuen Siedlungen... Die muss erkunden gehen, die... Okay. Danke. Danke, Benz Bond. Ich habe das Gefühl, wenn man eine Siedlung übernimmt, das ist ein bisschen... Also das zieht, habe ich das Gefühl, eher runter. Wir brauchen einen neuen Entdeckerposten. Schmelzhütten. Irgendwie wollen die alle Silber produzieren, aber warum? Irgendwie machen die unglaublich viele... Ja, wie gesagt, das hier habe ich übernommen und irgendwie... Seitdem ist es vorbei. So, wir brauchen kein Silber. Das heißt, die beiden Schmelzen machen bitte nur Eisen. Kohle gibt es hier jede Menge, aber an Kohle scheitert es eigentlich auch nicht. So, erkundet mal hier. Eine Rüstungsschmiede. Warten auf Material. Aber ihr kriegt jetzt Eisen. Ja, Militär- und Baustellencamps stimmt. Dafür muss ich eigentlich ab einer bestimmten Größe auch mehr arbeiten. Wer... Oh. Oh, 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 oh. Verstehe. Dafür wollen wir doch 100 pro die Draufgänge haben. Wir haben jetzt auch inzwischen zwei Schatzkammern voll. Also Kampfkraft müssten wir haben, wenn das System funktioniert. Das ist eine große Karte. Das ist eine von den großen Karten, ja. Also ist zufallsgeneriert.
So, ganz ehrlich, ich benötige nicht mehr Silber. Du machst mal Dauerproduktion davon, du machst Dauerproduktion davon. Eisenschild, Kettenhemd. So, bitte nicht mehr in diese Richtung einnehmen. Ich will nicht, dass es noch mehr Werwölfe werden. Lieferung zugestellt, sehr schön. So, dann müssen wir jetzt noch die beiden Kompasse finden. Die müssen ja irgendwo hier oben sein. Lager zerstört. Wer war das jetzt? Ich meine, es soll mir recht sein, aber wer war das? So, Münzprägerei, bauen wir auch noch eine dazu. Wir haben ja das Silber. Ja, wir haben gerade 6 Leute mitgenommen. Ja, diese Sachen, die nehme ich inzwischen schon gar nicht mehr. Das Ding ist, dass meine Leute auch immer weiter dahin laufen. Und ich kann es zum Teil nicht verhindern. Also hier die Wachen zum Beispiel. So, komm. Genau, ihr habt Silberwaffen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr jetzt gegen die Werwölfe ablust. Aber er ist, glaube ich, infiziert, ne? Können wir sie verfolgen und sehen, wie sie zu neuen Werwölfen werden? Komm, ich will es sehen. Aber zumindest traden meine Draufgänger gut. Sehen wir es oder geht er jetzt da rein? Okay, wir sehen es nicht. Er geht einfach nur da rein und kommt als Werwolf wieder raus. Schade. Banditen? Wo kommt die denn schon wieder her? Die Wölfe, das sind echt ein Problem. Oh ja, hier ist Werwolf City. Das sind ganz dezent sehr viele. So, aber ich habe eine Waffenschmiede, die jetzt dauerhaft die Silberdegen produziert.
Hast du schon mal die verbesserten Draufgänger geschafft? Nee, die kriegst du ja nicht. Also die magischen Klingen kannst du ja nur machen, dafür brauchst du ja die Rubine. Die kriegst du, so viel ich weiß, nur manchmal durch Trades im Moment. Ich kann mir Kettenrüstungen liefern lassen. Ich meine, das kann ich mal tun. Grausame Werwölfe. So, ich will noch eine Waffenschmiede. Das stört mich, dass wir so langsam produzieren. So, ich glaube, einer ist zurückgegangen und vier sind getötet, also es werden weniger. What? Hä? Aber, ja, also ich bin mit allen befreundet, aber sie haben sich noch nicht alle mit mir vereint. Ich meine, ja, okay. Also, es ist nicht das... Okay, ich verstehe. Es ist nicht das Ziel, sich zu vereinen. Man muss nur mit einem befreundet sein. Vereinen ist so ein Schritt, den man unternehmen kann. Verstehe. Ich will trotzdem die Werwölfe loswerden. Vielleicht finden wir ja wenigstens noch diese Kompassteile da. Also wenigstens die Werwölfe will ich jetzt noch wegkriegen. So, wir haben hier, Moment, nee, hier. 16, 6 und 5 sind auf dem Weg, also gleich haben wir über 20 Draufgänger hier. Gehen die Werwölfe auf die Verbündeten? Ich habe die nicht gesehen, dass die auf die Verbündeten gegangen sind. Wo kommen die alle her? Da haben die sich vorhin so stark vermehrt, weil auf einmal sie auf meine Leute gegangen sind. Wurde von einem Werwolf gebissen. Wer kommt denn hier die ganze Zeit hin? Ich verstehe manchmal nicht, welche von meinen Einheiten das sind, die ganze Zeit da. Ich glaube, es sind meine Jäger? Das ist halt der Abfuck an einer indirekten Einheitensteuerung, wenn du halt nicht verhindern kannst, dass deine Leute ins Verderben rennen, beziehungsweise es halt umständlich machen musst, weil du das komplette Gebäude abschalten musst oder so. Banditen sind auch noch hier, aber die Banditen können mir jetzt ehrlich gesagt egal sein. Von wo kommen die überhaupt her? Ich sehe gar kein... Doch, hier ist ein Lager. Bam. Angriff.
Behandelt sie wie Anakin die Tusken Raider, bitte. Yeah, 20 sind losgegangen und 19 kommen wieder zurück. Dies macht der Boost nicht. Das hoffe ich. Das Ding, ich sehe es halt nicht, ne? Aber wir haben. Wir haben einen der Kompa. Wo haben wir den denn her? Wo haben wir den her? Wir haben einen der Kompasse gefunden. Ich weiß zwar nicht wann oder wo, aber wir haben ihn. Kommt, Leute, die letzten Draufgänger noch und dann rotten wir die Werwolf-Meute aus. Wie ist das eigentlich, wenn die jetzt gebissen werden? Die gehen ja zu dem Grab zurück. Aber was ist, wenn ich das Grab zerstöre? Theoretisch sind meine Leute ja dann noch infiziert. Oder werden sie erst dort verwandelt und sind praktisch, wenn sie infiziert sind, nicht, dass sie dadurch allein zum Werwolf werden, sondern sie sind einfach nur dann praktisch unter der Kontrolle der Werwölfe. Und das wird gebrochen, wenn das Lager zerstört wird. Ach du Scheiße, guckt euch das an, wie viele hier rauskommen. Was ist das bitte für ein Clown-Auto? Was für ein Schlachtfeld! Es waren sogar noch welche hier. Ich glaube, der Bedrohung durch die Werwölfe haben wir ein Ende gemacht. So, ich meine, wir könnten jetzt noch diese Sachen hier verschicken. Ich dachte, wir haben einen Kompass. Ich weiß immer noch nicht, wo der zweite ist. Ja, die haben einen guten Kampf geliefert. Aber gut, das waren ja auch bestimmt fast 100 Werwölfe. Also da erwarte ich, dass die halt auch einen Kampf liefern. Aber ich glaube, den Rest jetzt zu machen, das bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Also wir haben gewonnen. Das Spiel und sagt das uns. Und jetzt noch irgendwie hier hoch
expandieren. Ich glaube, mehr passiert jetzt hier auch nicht mehr. Deshalb, was für eine Schwierigkeit, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Also, es war ja Custom. Deswegen. Ich danke fürs Dabeisein. Unter Umständen, wenn es passt, geht's hier morgen Vormittag weiter mit Minecraft und dann am Donnerstag wahrscheinlich wieder ein bisschen RTS-Action. Wahrscheinlich Supreme Commander. Ich verabschiede euch mit Blahai. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dahin.